Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Dienstag, den 6. September. Wer in Nienburg aus dem Zug steigt und den Bahnhofsvorplatz betritt, sieht schnell den verdrängten Wartebereich. Zigarettenkippen, zertretene Getränkedosen, Spuckeflecken und leere Fastfood-Schachteln liegen vor den Sitzbänken. Tagsüber und in den frühen Abendstunden halten sich hier vor allem junge Erwachsene und Obdachlose auf. Viele Nienburger sind verärgert über die Zustände am Bahnhof, wie sie der Hake auf Facebook mitteilten. Zuständig für die Reinigung ist der Bauhof der Stadt Nienburg. Hier ist das Problem bekannt, ebenso bei der Nienburger Polizei. Warum es so schwierig ist, eine Lösung zu finden, erfahrt ihr am Dienstag in der Hake. Die Anwohner der neuen Straße in Nienburg fürchten um die Bausubstanz ihrer Häuser. Grund ist die geplante Umleitung des Stadtbusses im Zuge der Sanierung der Brücke über den Stanuder Meerbach. Laut Volker Duberke von der Nienburger Stadtverwaltung beschäftigt sich die Stadt momentan aus Kapazitätsgründen nicht mit dem Thema. Zudem will man sich um Fördermittel für die im Rahmen der Brückensanierung geplante Versetzung der Stadtbushaltestelle Meerbachbrücke kümmern, weshalb sich die Sanierung und damit auch die Busumleitung voraussichtlich auf das Jahr 2018 verschiebt. Duberke sicherte den Anwohnern aber zu, dass die Stadt sich mit ihnen zusammensetzen werde. Der Nienburger Musiker Hannes de Buhr ist als Hugh Phoenix ein echter Rockstar gewesen, tourte mit Lady Gaga, lebte in Berlin und Los Angeles. Jetzt wohnt der bescheidene 27-Jährige mit seinem Bruder in einem Einfamilienhaus in Marklohe. Die Astrid-Lindgren-Schule in Nienburg hat endlich wieder einen eigenen Bus. Die Spendensammelaktion dafür war sehr erfolgreich. Rund 50 Spender ermöglichten den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs. Der neue Bus wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen. Dafür hatten die Musiklehrer Silvia Panning und Torben Langhans extra ein Lied geschrieben, das die Schüler vorsangen. Wir haben eine Schulbus, na klar. Jetzt ist die Schulzeit wieder wunderbar. 77 Kinder, 10 Lehrkräfte. Die Grundschule Lese. Eine idyllische Dorfschule, sollte man denken. Doch Schulleiterin Nina Graf nahm kein Blatt vor den Mund, als die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt die Grundschule in Lese besuchte. 11 der 77 Kinder, die die Schule besuchen, sind Flüchtlinge. Zwar lernen die Kinder schnell Deutsch, oft stoßen Dolmetscher aber auch an ihre Grenzen. Außerdem gibt es auch milieugeschädigte deutsche Kinder. Zum 10-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Luzino-Stolzenau besuchte jetzt eine Delegation aus Stolzenau die polnische Partnerstadt. Eine Eiche wurde gepflanzt und die Gäste erlebten das Erntedankfest in der Partnerstadt in seinem ursprünglichen Charakter. Zum Sport. Für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Drakenburg geht es im Moment Schlag auf Schlag. Nachdem die Mannschaft von Trainer Tim Rehm am Sonntag ein 0:0 bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst erkämpfte, geht es am Dienstagabend im Achtelfinale des Bezirkspokals schon wieder weiter. Um 19.30 Uhr ist Landesliga-Schlusslicht TSV Wetschen zu Gast. Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Schamerloh fuhren beim 1. FFC Hannover einen klaren 7:3-Erfolg ein. Überragende Akteurin in Reihen der Südkreislerin war Juliane Meyer, die gleich 5-mal einnetzte. Großer Jubel herrschte bei den Landesliga-Handballerinnen des SV Aue Liebenau nach ihrem Spiel der ersten Runde im HVN-Pokal gegen die Angstgegnerinnen vom HV Basinghausen. Nach vielen punktlosen Duellen gingen die Liebenauerinnen erstmals wieder als Siegerinnen vom Platz. Das Finale gegen den MTV Großen Heidorn ging in der Folge jedoch mit 19:21 verloren. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.